Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im Rotsteinpark bei der Rotsteinburg zusammen mit Janus. Hi Janus. Jo, hallo Leute, auch von mir. Janus ist gerade dabei, ein ziemlich cooles Turmdesign zu bauen. Ich bin mal sehr gespannt, wie das weitergeht. Und ich habe es geschafft, hier unseren Amostan fertig zu bauen. Und jetzt passt mal auf. Da ist ein Rüstungsständer. Alles ist in Ordnung. Und jetzt passiert das hier. Er löst sich von seinen Beinen und fängt an, als Geist einem hinterher zu schweben. Ist das nicht mal spooky. Richtig? Ja, spooky, spooky. Ne, er schwebt einem richtig hinterher, ne? Er weiß genau, wo ich bin. Er verfolgt mich langsam und wenn er mich hat, wirft er mich in den Kerker. Der Kerker ist hier unten, hier wird mal reingeworfen und da kann man einfach hier zurückgehen und befindet sich dann hier wieder im Eingangshäuschen. Also das ist so die Idee. Den Kerker kann man sich auch angucken, das ist so eine Art Teil, der außerhalb der Burg liegt. So, und dann muss er sich von alleine noch resetten. Das heißt, er muss einmal das machen und dann ist da der neue Rüstungsständer. Die verteilen wir immer mal wieder durch das Burggelände. Wir müssen noch dem Rüstungsständer sagen, dass er nicht einen Spieler verfolgen darf, solange er einen Ride benutzt. Das heißt, wir müssen einen Cooldown auch noch festlegen für den Spieler. Das bedeutet wieder neue Scores, neue Variablen, die dieser Bereich hat. Also, Action pur, würde ich mal sagen. Ich habe jetzt den Eingangsbereich gebaut. Da haben wir hier rechts eine Ticketkontrolle. Die funktioniert so. Rechts draufdrücken, Pass abgelaufen. Mist. Machen wir mal einen Pass auf 16. Da wissen wir auch, wie lange das Video sein soll. So, wir können durchgehen. Alles klar. Ich habe so eine Doppelschleuse gemacht, damit man hier nicht irgendwie falsch rausgeht. Das ist so die erste Idee. Und dann haben wir hier das hier. Das ist eine rückgängige Schleuse. Das Besondere dabei ist, die Technik hier hält die Tür so lange offen, solange sich ein Spieler hier zwischen der Tür befindet. Und sobald ich die Tür passiert habe, schließt sie sich hinter mir. Schöne Sache, was? Ja, denke ich auch. Das ist ganz cool. Gut, und was ich mir jetzt noch machen können, ist, hier können wir eine kleine Map anbringen, Janus. Wir müssen genau wie das machen. Ich schnappe mal ganz kurz eine Minecraft-Map. Ja, guck mal, das ist irgendwie mittig hin, Chris. Das ist ja doch manchmal ein bisschen tricky. Na, das ist nicht das Problem. Ich bin ein bisschen geblendet von meinem Studiolichtchen. So. Hier hätte ich vorgeschlagen, bauen wir so eine kleine Map. Ah, lol. Das ist ein Zufall, Janus. Wo bist du denn? Das ist ein Zufall. Wo bist du? Ich baue hier hinten gerade den Erdwall um die Burg weiter. Ich dachte, du baust den Turm jetzt weiter, damit wir den kopieren können. Nein, machen wir in der nächsten Folge das Design bei mir. Okay. Es wäre cool, wenn du vielleicht den Kerker schon mal so ein bisschen überlegen könntest, einfach nur, wo was hinkommt, denn dann kann ich jetzt weiter programmieren. Das wäre sehr wertvoll für mich. Ja. Schau mal, die Map, das war ein Zufall, die hier liegt. Das ist genau in der Mitte. Also unsere Burg ist, wir haben es irgendwie geschafft, das per Zufall, das Gelände genau mittig zu kriegen. Ja, mega, das ist wirklich ziemlich gut. Aber hier wird dann später nicht so eine Map sein, sondern wir werden dort ein Custom-Bild einfügen. Das werden wir hier so einbauen. Janus, was meinst du? So, hier am Eingang, da läuft man drauf zu. Da sieht man so ein bisschen, was hier abgeht. Das ist so eine Art grafische Darstellung von oben auf der Größe. Also wirklich so ein richtig schön hochauflösendes Bild von der Burg und dem Namen. Und dann, ne, dass man quasi darauf zuläuft, dann ist hier der Eingang. Man geht dann hier durch, zack, ist drin. So, Kerker. Wir müssen jetzt tatsächlich uns mal eben kurz Gedanken zum Kerker machen. Das heißt, wir müssen den Janus mehr oder minder dazu zwingen, jetzt sich einmal Gedanken zu seinem Burgwall-Design zu machen. Burgwall, das würde ich nicht so spontan machen, weil das braucht ein bisschen auch Zeit, dass es gut passt. Okay. Aber wir brauchen, also du willst ja nur Kerker machen, dass man hier rauskommt. Ja, ich will einen kleinen Kerker haben. Wir müssen jetzt tatsächlich einen Kerker hier bauen. Wir müssen uns einmal hier jetzt die Köpfe zusammenstecken. Was brauchst du denn sozusagen, damit du jetzt den hier reinsetzen kannst? Ich brauche einen Raum. Also meine Idee ist zum Thema Kerker. Wir können ihn auf ungefähr der Höhe hier machen, würde ich mal sagen. Der Kerker sollte aus einem Mittelgang bestehen. So. Und Zellen, rechts und links. Ja, ich würde den jetzt nicht nur aus Kabel machen, weil das sieht dann komm her. Dann kommen sie mal her. Das ist jetzt nur erstmal die Grundstruktur. Hier, so, wir müssen später noch eine Treppe machen, die nach oben geht. Ich fülle es einmal kurz hier auf, den Boden. Okay, deswegen, wir machen das, dass er viel aus Kabel besteht, weil das natürlich ein billiger Stoff ist. Ja, Burg, da muss alles billig sein. Das ist ja, damals hatten die Menschen nicht Beton oder irgendwelche Plastik oder irgendwelche besonderen Baumaterialien. Nein, früher hatten sie nur Spucke, Mucke und rolleweise Cobblestone. Und Leibeigene und Sklaven. Genau, das ist. Klar, dann kann man solche Bauprojekte immer easy erledigen. Tja. Und jetzt hat Josef mich und
Es hat sich so nichts geändert in der Aufstellung. So. Okay, also den Durchgangsbereich habe ich hier soweit fertig. Man kann hier noch eine kleine Parkinformation mit einbauen, was ich sehr hübsch finde. Ich bin ja jemand, der Platz sehr gerne nutzt. Also man kann... Ja, ich würde jetzt noch nicht zu sehr in die Details gehen, also vor allem die Mauer und so. Das werde ich hier nochmal alles abreißen. Ja, nix. Du also nicht die nix. Technik natürlich, sondern das hier, weil wir das nochmal schicker machen. Klar. Aber da musst du dir Mühe geben dann. Also guck mal, Janus, ich habe mir überlegt, man könnte zum Beispiel hier noch eine kleine Parkinformation reinbauen. Macht das Schild immer auf der Seite, ja. Mhm. Und dann bestellt man sich eine freundliche Frau oder Herrn oder wer auch immer gerade hier Lust hat, da zu arbeiten. Der stellt sich dann hier hinten, das ist ein kleiner Tresen. Hallo, willkommen im Freien. Und so ein Villager, der dann hier arbeitet. Ja, ja, ja. So. Na, schau mal an. Guck, der Janus, der weiß genau, wie man guten Boden baut. Ja, das ist der Boden. Ja, das ist so die Idee, dass wir diesen Kerker machen und der soll halt zugänglich sein. Der Durchgang zum Kerker soll durch die Burgmauer erfolgen nach unten. Da soll so eine Art kleiner Weg runtergehen, dass es von außen ganz sneak aussieht. Und der soll jetzt aufgeteilt werden in Zellen. Lass uns da mal eben Gedanken machen, weil wie gesagt, in einer der Zellen wird der Spieler dann teleportiert. Ja, warte, lass mich kurz den Boden machen. Das dauert eine Minute noch. Alles gut. So, wir machen es natürlich auch schick. Was dann lustig wäre, wenn der Spieler dann aus der Zelle escapen muss. Das heißt, dass man vielleicht, keine Ahnung, so einen Baufehler absichtlich reinmacht, dass der Spieler... Ne? Wie gesagt, wir können hier gerne noch ein Labyrinth, ein Escape Room. Nein, nicht jetzt hier an der Stelle. Kein Escape Room. Es wird einfach... Ich glaube, ich mache das so, dass der Spieler aus der Zelle rauskriechen kann. Also, dass wir so eine Art einen Block freien Bereich machen und dann machen wir eine Trapdoor an die Seite und dann muss der Spieler da rauskriechen. Meinst du, das kriegt ein Spieler hin oder ist das... Ich weiß nicht, also wenn alle die Mechaniken kennen, ist natürlich easy. Nee, dann machen wir es dann, machen wir es so, dass dann machen wir es. Ich würde es ziemlich obvious machen, das ist ja eher ein Gag. Ist ein Gag, als, ja. Als was anderes, also. Nicht, dass wir noch angezeigt werden von unseren Parkbesuchern hier. Wir wollen den Action bieten, werden aber angezeigt wegen, keine Ahnung. Tja, wer will uns denn anzeigen, wenn die hier verhungern in ihrem. in ihrer 5-Sterne-Unterkunft? Ja. Ja. Das ist auch wieder was Wahres dran. Ja, dann lass uns mal kurz überlegen, wie baut man denn hier Zellen? Also, wie würdest du es machen? Damit nicht. Ja, dann... Warte mal. Ich würde ihn tatsächlich komplett aus Stein machen. Okay, ja. Es muss also richtig abgegammelt aussehen. Ich würde jede Zelle 3 Blöcke machen. Oh, das passt sogar perfekt. Was ein Zufall. Skiller. Ja, ist Zufall, nicht Skill hier. Genau, die Gitter... Würde ich einfach machen. Mit den Türen ist halt echt scheiße, muss man sagen. Ja, das ist, glaube ich, am schönsten, wenn du die offen machst, eigentlich alle. Mhm. Weil sonst kriegen wir es optisch nicht hin. Nee, würde ich auch nicht so machen. Aber wahrscheinlich. Das ist echt doof. Leider mit manchen Blöcken. Es ist tricky zu bauen. Oder wir lassen die Gitter so, dass man irgendwie so durch, ne, dass man seine Zelle einfach so durch das Gitter durchsneaken kann. Müssen wir mal ein bisschen gucken. Ja, ja, ja. So, so, so. So. Zack, zack. So. So. Mal mit dem Debug-Stick könnte man eventuell nochmal das ein bisschen aufarbeiten. Ja, es ist halt immer, wenn du so schöne Sachen machen willst, dann ist halt echt tricky. Kriegen wir hin. Denke ich auch. Ich würde eventuell die Dinge ins Rausnehmen, die Türen. Die sehen doof aus. Also, das sieht doof aus. Das liegt nicht an, weil du es nicht bauen kannst, weil Minecraft einfach der Ende ist. Willst du es wirklich so machen? Ja, sieht doch nett aus. Okay. Für die Wachen. Darf es ja schön aussehen. Gut. Ja. Ne? Und dann so was in die Richtung. Ja, keine Ahnung, was sieht denn noch wie eine Art Tür aus? Was kann man denn noch so eine Art als Gittertür nutzen in Minecraft? Ich würde die fast einfach so lassen oder die einfach da als Gitter, die Gitter lassen. Ja, die können oder auch genau. Einfach zumachen. Wir machen die zu und bei einer Zelle machen wir die Gitter so ein bisschen verkommen auf oder so, dass man vielleicht, ne, wie so wie hier jetzt, so eine Art, dass man so hat. So, was genau, drin lässt. Also die können ruhig schon so ein bisschen angegammelt sein, das passt schon. Ja. Okay. So, das sieht doch nach einem perfekten Ort für den Urlaub aus. So, die wolltest du so haben. Warte, jetzt müssen wir die hier nochmal rausnehmen. Ich glaube, lass das so, genau.
dass die so stehen. Das ist die geöffnete Tür quasi. Ja, so, das ist es. So machen wir es. Ja, finde ich auch gut. Das ist gut. Das ist das, was wir mit den gegebenen Möglichkeiten von Minecraft auch gut machen können. Mhm. Machen wir die eine oder andere Tür einfach mal offen. So, so, so. So. Ja, die gehen nach rechts auf, die Türen. Da müssen wir es auch bedenken. So, so, die stehen, die stehen, die stehen. Die haben wir drin. Willst du die oben wirklich alles so machen? Ja, sieht doch gut aus. Ich weiß bloß nicht, wie hoch wir das machen. Ich würde es jetzt nicht viel höher machen. Ich würde es einfach flach machen und dann machen wir lieber die Decke. Ach so, 3D. Ja, okay. Hm? 3D-artig. Ist ein bisschen einfacher. Es wird hier nachher sowieso ein bisschen schummriger drin sein. Und dann passt das. Die anderen würde ich dann komplett zumachen. Ja, ja, ja. So. Wir machen das hier wirklich. Also Leute, nicht wundern, wir machen das jetzt hier so, wie auch das ist. Also beim Verlies wurde sich damals ja auch nicht jetzt so ultra viel Mühe gegeben, dass es hier alles perfekt durchdesignt ist. Ich glaube, es musste einfach nur praktisch sein. Ja, wollte ich sagen. Also einsperren, Leute nicht ausbrechen. Zack, fertig. Okay, okay. Das sieht schon ganz fein aus. So. So, 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 so. Ich ziehe hier einmal entlang. Hätten wir uns auch bequemer machen können, wir hätten eine Seite bauen können und die andere spiegeln können, aber. Na, so leicht ist das Spiegel nicht, dann müssen wir einen Structure Block nehmen. Glaub mir, es ist einfacher, wenn wir bei so kleinen Sachen. Ja, ist es leichter, wenn wir sowas bauen. Okay, dann müssen wir uns noch eben die Zellen einrichten. Würde ich vielleicht irgendwie so eine Art kleines Wässerchen in der Ecke reinbauen. Das war ja nicht unüblich, dass man eine Steinbarke hatte und da hatte man irgendwie Wasser in der Ecke. Und dann. Ne? Ja, denke ich auch, dass das ganz so gut ist. So, bei den Zellen, die mittendrin sind, Josef, da machen wir Gitter zwischen, dass sie sich auch durchaus sehen können. Mhm. Hat keiner hier seine Ruhe. Zack, zack. Und am Ende machen wir nochmal so ein Häuschen oder so eine Einbuchtung, eine Kammer, da kommt kein Gefängnis rein. Da machen wir dann tatsächlich einfach das Häuschen für die Wärter. Also so ein... Stimmt. Ja, das können wir hier vorne machen, weil wir müssen auch noch irgendwie eine Treppe später haben, die nach oben geht. Bedenkt das, ne? Ja, dann also, mach es rechts sozusagen. Keine Ahnung, sozusagen. Guck du mal eben kurz, wie du hier die Treppe nach oben haben möchtest. Nicht, dass es mit deiner Optik nachher kollidiert. Ich würde fast sagen, was ich ganz cool finde, weil wir es auch nie verwendet haben, weil ich sonst an den anderen Stellen nicht angemessen finde, wir können hier tatsächlich eine Wendeltreppe bauen. Ja. Das geht bei so mittelalterlichen Sachen ganz gut. Mhm. Warte, ich würde hier einfach ein Bett hin tun, Josef, das reicht. Warte, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, wie man das Bett designen könnte. Ach nein, das ist zu hart für die Leute, Josef. Doch. Du Bösewicht. Ja, was? Nimm mal, also können wir machen. Nimm aber irgendeinen Block, der sich ein bisschen mehr absetzt. Warte mal, ich guck mal kurz, was wir an Slabs haben. Weil den haben wir schon im Boden. Ja, also, oder? Mach Holz. Mach das Warte. Ganz dunkle Holz. Nein, ich habe noch was viel Besseres. Komm, sind wir nett zu den Insassen, ja? Was man machen könnte, wäre so und so. Ja, das finde ich gut. Das gefällt mir. Das, I like. So. Hatten sie damals schon Wolle und sowas? Ja, hatten sie, glaube ich, ne? Wie meinst du das? So, Beleuchtung in den Zellen, ja, nein. Das müssen wir auch nochmal überlegen. Ich würde hier auf den Mittelgang auf jeden Fall irgendwie immer... Ich würde nur was im Mittelgang machen. Man kann nur Mittelgang, sonst, Josef. Ja, sonst kann man sich hier oben immer dran leuchten, Laternen hängen. Ja, lass mich mal überlegen, die Decke muss ich nochmal bauen, die würde ich so ein bisschen gewölbeartiger bauen. Mhm. Und dann push das. Wir machen das im Grunde genommen wie überall sonst auch, zack, zack. Und dann machen wir später hier eine Wendeltreppe runter. Und dann haben wir einen wunderschönen kleinen Kerkerraum, in dem man dann teleportiert wird. Nein, man... Josef, das ist das Hotel, die Leute hatten sich doch immer als Zuschauer ein Hotel gewünscht. Das haben wir doch hier, das Schlosshotel. Hier wird der Spieler dann rein teleportiert, wenn er gefangen genommen worden ist. Genau. So, jetzt machen wir das hier mal hin zu. Stopp, lass den mittleren Block hier frei, den so freilassen. Was willst du da reinmachen? Ach nee. Nee, lass nee. Ich glaube, also, wir schreiben mal als Gag. Wenn du willst. Wir schreiben vorne vielleicht als Gag rein, wenn man in den Kerker reingeht, schreiben wir hin. Hier ist der Kerker. Alle Leute mit ungültigem Pass durch die Burg laufen, kommen hier rein.
Und dann wird man hier, man wird dann in diese Zelle teleportiert. So, pfopp, dann landet man in dieser Zelle. Oder vielleicht mache ich es sogar so, dass die Tür zu ist für ein paar Sekunden und dann öffnet sie sich nach einer Zeit. Ja, das ist die elegantere Variante. Die Tür ist zu und öffnet sich nach ein paar Sekunden. Ja. Das heißt, man ist dann wirklich für ein paar Sekunden hier drin gefangen und dann öffnet sich die Tür. So, da ist alles gut. Okidoke, liebe Zuschauer. Okay, Josef, warte, dann lass uns... Okay, du hast ja den Debugs-Ding, ne? Ja. Machst du mal den anderen, ist das nämlich die einzige Heizquelle hier im Raum? Böser Janus. Warum bin ich böse? Ja, so kalten Raum hier zu machen. Zack, dann haben wir hier so die Ofenanlage sozusagen. Muss ja auch hier gut gehen, den Gefangenen. Und dann haben wir das soweit. Gut, der steht. Jetzt müssen wir nochmal hier überlegen, wie wir das am besten machen. Das Skelettchen noch reintun irgendwie? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, oder Köpfe. Oh. So. Okay, dann haben wir das. Die nehme ich nochmal kurz weg, Josef. Warte. Das können wir mal überlegen, wie wir das hier... Mach die mal bitte bei den Mittelgängen. Dann schimmert das nicht direkt in die Zelle rein. Dann haben wir da die Lampen. Und dann nehmen wir jetzt hier die Slabs. Zack. Und dann können wir hier... Okay, und damit ist das Video auch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Nächste Folge bei Janus. Haut rein, macht's gut, bis bald und ciao. Ciao.